Stefan! Als Kind, wie oft hast du denn da die Schaufel auf den Kopf bekommen? Im Sandkasten! Mann, ey! Da gucken wir doch lieber nochmal zurück auf die herrliche Bundesliga-Saison 2020-2021. So, Männer, passend zu eurer Leistung komme ich heute als Abstiegsgespenst. Den Kostüm geht direkt an den Baum nach Schalke. Ne? Der hat jetzt vor dem Spiel gegen Stuttgart auf Schalke TV ein Interview gegeben, hat gesagt, sein größter Erfolg war deutscher Meister mit der Schülermannschaft. Ich sag mal so, im Schalker Abstiegsstrudel reicht kein Seepferdchen. Eigentlich wollte ich die Woche gar nichts erzählen über Schalke. Aber S04, dagegen ist das Sommerhaus der Stars ja die Tagesschau. Geil war den David Wagner vor der Entlassung. Ich bin noch Teil der Lösung. Dem habe ich auch mal gesagt, ey, im Chemieunterricht als Schüler, da habe ich einen falschen Topf mit Flüssigkeit gegriffen, da war ich auch Teil der Lösung. Boah, hätte ich das gewusst, ne? Da wäre ich auf Schalke, wäre ich mit dem Fahrrad gekommen, da hätte ich denen mal zeigen können, wie man richtig absteigt. Wenn du mit deinen Enkeln später mal zurückguckst, ne? Und sagst, was war da los, dann siehst du diese ewig lange Corona-Pandemie, da fragen die Enkel, wie lang ging die denn? Ja, also zwei Schalke-Siege. Da kriegst du auch eine geballert. So, jetzt wird dem Baum neuer Trainer auf Schalke. Ja, da hoffe ich mal, der hat einen dicken Stamm, ne? Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Auf Schalke kannst du dir ausrechnen, wie das ausgeht. Ich hätte ja Thorsten Legert genommen. Der damals schon auf eine Frage gesagt, Herr Legert, wie sind Sie eigentlich zum Fitnesstraining gekommen? Immer Kastrupper Straße rauf. Eins steht auf jeden Fall fest, für Schalke bleibt jetzt jahrelang Konstanz einfach eine Stadt am Bodensee. Für alle Schalke-Fans, ich habe einen kleinen Tipp für euch, ne? Ein österreichischer Fernsehsender ist jetzt eingestiegen und überträgt alle Spiele in der Bundesliga von Schalke 04. Schalke 04, jetzt exklusiv bei Servus TV. Eins steht auf jeden Fall für mich fest, Bayern wird mit Abstand Meister. Kleines FC Bayern-Quiz, was kriegst du, wenn ein Parfümladen mit dem Kreuzfahrtschiff pimpert? Douglas Costa. Da ist er wieder, dem Costa. Reifer ist er geworden, hat er gesagt. Immerhin, Uli Hoeneß lädt ihn jetzt im Winter nach Tirol zum Skifahren ein, dann ist er ein richtiger Söldner. Ja, und Topspiel in der Bundesliga, Weißbier trifft auf Gummibärchensaft. Bayern gegen Red Bull Leipzig, ne? Das heißt ja, Red Bull verleiht Flügel. Ja, brauchst du nur jemand, der Klavier spielen kann. Ich glaube, die Bayern gliedern den Lewandowski in der nächsten Saison noch aus und stellen den als einzelnen Verein auf, ne? Wenn der alleine über den Platz läuft, dann ist er immer noch stärker als Hertha und Mainz zusammen. Oder bei den Bayern Sanabri. Sané und Gnabry. Jetzt macht vom Gnabry der Torjubel auch Sinn hier. Der sagt immer, Kaffee gerne, aber bitte mit Sané. Und dem Bayern-Vorstand erkläre ich das auf der Tribüne nochmal mit einem Abstand. Für die ist Covid-19 auch so ein Nahrungsergänzungsmittel aus Abu Dhabi. Ja, beim FC Bayern optisches Highlight, Karl-Heinz Rummenigge mit einer Taucherbrille als Maske. Sah super aus. Ne? Mein Gudrun hat auch gesagt, Uwe, das geht nicht. Du bist hier in eine Flimmerkiste zu sehen, Maske ist Vorbild und die trägst du jetzt. Und deswegen hat sie mir was mitgegeben. Ich habe jetzt eine eigene Maske. Ja. Na was? Das ist geil. Kennt ihr nicht, oder was? Ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. So. Ja, was? Wenn ihr jetzt fragt, warum habe ich das Ding überhaupt noch nicht verkauft, diese Maske? Geht nicht, die NASA hat schon ein Patent angemeldet. Viele haben mich ja gefragt, sag mal Uwe, habt ihr in der Mannschaft denn auch ein Maskottchen? Ja sicher, ein Papagei. Ja was, das war vor 76 Jahren auf dem ersten Mannschaftsabend, ne, Manfred Kasubke. Der war damals Klempner, ne, und hat seine Zange irgendwie verlegt. Und nach 38 Pilzkin hat der Kollege, wollte die Zange nicht mehr hergeben. Und der Kasubke, gib die Zange her, also, lass meinen Papagei in Ruhe. Was läuft denn jetzt aus dem Tor raus? Was? Da hängt im Tor hängt ein Viech? Lego an im Netz, oder was? Sieht aber so aus. So ein Kack da, so wie so ein Drachen. Ey, Scheiße. Ja, Hauptsache ihr habt euch alle verpisst, ne? Das ist natürlich klar. Und wer kann das jetzt hier machen? Er muss ja die Eier in der Hose haben, das Vieh da rausholen, ey. So. Sag mal, was ist das denn? Ein Leguan? Das ist ein Croissant, du Arschloch! Wie viel kann man eigentlich gesoffen haben, Mensch? Komm jetzt zurück ins Tor, verdammt Arsch! Trainer, ich habe übrigens nächste Woche was? Einen Termin bei die Höhle der Löwen. Die Zoos haben doch zu. Was? Was?
Nee, bei der TV-Sendung. Ich habe eine richtig gute Idee, eine richtig geile Erfindung. Aha. Ja, komm, da ist die Kamera, dann kannst du mal zeigen, was du kannst. Ja, Tag, liebe Löwen. Ich bin im Aki und ich habe eine richtig gute Erfindung. Und ich brauche für mein Unternehmen von euch 300 Euro. Und dafür kriegt ihr 10% von meinem Unternehmen. Was? Sag doch gleich, du brauchst 10 Kisten Pilze und die kriegen einen Pfand. Was denn das eigentlich für eine Erfindung? Also, Freunde, in der Kreisliga gibt es ja gerne mal was aufs Schienbein. Ne? Und da habe ich die perfekte Lösung. Und zwar Knicknack, dem Schienbeinschoner von Akidat. Das kommt hier rein. Boah, sag mal, dem ist doch ein Frühstücksbrettchen vor mein Gudrun. Wo hast du das denn her? Das habe ich in der Kabine gefunden. Komm, Schiri, fall ab die Scheiße da, ey. Ich hab keinen Bock mehr auf die Uwe, kurz zum Spiel. Willst du den Rest der Saison weiterhin ohne kreatives Mittelfeld spielen? Junge, wenn man keine Ahnung hat, ey, dann soll man vielleicht mal die Schnauze halten. Jetzt mal die Kamera aus. Ja, aber... Junge, Kamera aus, hab ich gesagt. Uwe, wenn... Guck mal, stell deine Ollen zu Hause Fragen. Das interessiert mich eine Scheiße hier. Was stimmt eigentlich mit dir nicht? Guck mal, kannst du tanzen? Dann tanz ab! Tanz ab! Oder soll ich mich bei Let's Dance anmelden, oder was? Kamera aus jetzt!